Willkommen zum nächsten Video hier bei eHow. Ich habe was ganz was Tolles geschickt bekommen, kostenlos zur Verfügung gestellt von einem guten Bekannten von mir. Denn wir kennen uns alle aus den Maker Fairs, wir kennen uns von den ganzen Berlin, Hannover und so weiter. Und da hat Bildius heißt die Firma, sind aus Stuttgart, die haben da so eine World Clock vorgestellt. Und ich finde World Clocks einfach mega. Ich fand die immer schon ziemlich cool. Und die haben quasi eine World Clock vorgestellt, es ist 9 Uhr, und die haben einen Bausatz dazu gemacht. Und in dem Video zeige ich euch einfach mal, wie man den Bausatz aufbauen kann. Ich zeige euch, was für coole Funktionen die Uhr hat, und ich meine, schaut es euch an, die ist wirklich mega, also mir taugt die voll. Die hängt jetzt hier, ich sitze in der Küche, die hängt jetzt hier, seit ich es aufgebaut habe, fixfertig in der Küche. Läuft seitdem absolut problemlos, das Kabel muss ich noch irgendwann schön verlegen, also da bitte keine Kritik dazu. Der Aufbau war richtig, richtig genial. Also es macht mega Spaß, die aufzubauen. Die gibt es im Shop zu kaufen. Link und so weiter, kriegt dann alles unten in der Videobeschreibung. Ihr habt hier am Handy tausende Möglichkeiten. Ihr könnt hier alle möglichen... Sachen einstellen, irgendwelche Dinge durchlaufen lassen, so wie gerade eben Wassertropfenmuster. Ihr könnt hier so ein Tetris durchlaufen lassen, äh, zufällig irgendwelche Buchstaben blinken lassen und dann natürlich auch entsprechend einfach eine Uhrzeit anzeigen in verschiedenen Modi. Aber das zeige ich euch dann nochmal total separat, wie das ausschaut und wie das funktioniert. Also wir haben hier das Vorderteil von der Uhr selber. Da ist vorne eine Schutzfolie drauf, hinten ist ein Papier draufgeklebt. Das bitte drauf lassen. Das ist der Diffusor, dass quasi die Buchstaben alle richtig schön ausgeleuchtet werden von den LEDs. Vorne die Schutzfolie, die muss natürlich entfernt werden. Die Uhr selber kommt bei mir mit so marmorierten Muster daher, beziehungsweise Schiefer heißt die Optik, glaube ich. Passt natürlich perfekt zu den Schieferplatten, die wir in der Küche haben, als, als Rückwände. Also absolut perfekt. Die gibt es aber natürlich auch in anderen coolen Mustern oder Farbmustern, wie man immer das nennen soll. Einmal als Acryl also reines Acrylgläsertes, dann gibt es als gläserten Stahl und was ich mega cool finde, weil es ist ja heutzutage überall ganz ganz modern, es gibt es auch als so rostigen Cortenstahl, also da guckt mal im Shop rein, da haben die ein paar echt coole Farben drin. Im Lieferumfang befinden sich neben der wundervollen Front Richtig, richtig viel Holz, also richtig große gläserte Holzplatten. In dem Fall also diese Unterteilungen, damit die LEDs auch die richtigen Buchstaben anleuchten. Da muss man ein bisschen aufpassen, es ist äh, sehr dünn ausgläsert. Unten sieht man Rundungen, da werden dann, schätze ich mal, vermutlich die Kabel durchlaufen. Dann kommt eine große, durchgängige, riesige, wirklich große Holzplatte. Oben befinden sich zwei Befestigungsbohrungen, wie man die, also kann man es quasi an die Wand hängen mit den zwei Bohrungen. Da steht dann auch nochmal mal Abstand drauf, mit welchem Abstand man quasi die, die Nägel oder Schrauben an die Wand bohren sollte, damit man das aufhängen kann. Auf der Rückseite kann man wundervoll erkennen, ist das Muster schon aufgelesert bzw. die Position voraufgelesert wo jetzt dann diese LED-Streifen hingeklebt werden müssen. Links unten noch der Aufdruck für den vermutlich ESP-Controller, der hier reinkommt, auch wieder passend mit, welche Kabel wo kommen und auch nochmal unten, wo das USB-Kabel hin verlegt werden soll. Und ja, hier in der kleinen silbernen Tüte befindet sich auch der entsprechende ESP-Controller auf einer Platine vorgelötet. Ebenfalls im Lieferumfang befindet sich ein ziemlich langes, schönes weißes USB-Kabel. Ja, irgendwie braucht man ja Strom für das Ganze, also ein USB-Kabel ist natürlich auch mit dabei. Und dann kommen wir schon zu dem ähm, ja, Herzstück von dem Ganzen, hätte man gesagt, neben dem ESP natürlich die LED-Streifen. Das sind diese klassischen LED-Streifen, die man kennt, die RGB können. Dann haben wir noch ein kleines Tütchen mit Putztuch. Also, dass man quasi diese schöne Acrylfront auch wieder, auch wieder sauber putzen kann, das finde ich total praktisch, weil Fingerabdrücke sind natürlich vorprogrammiert bei sowas. Dann haben wir ein kleines Papiertütchen, ich liebe Papiertütchen, mit den Kabeln drin. Wir müssen das Ganze ja auch verkabeln, haben wir ja auf dem Aufdruckstück gesehen, und hier sind jetzt richtig richtig viele Kabel drin. Und ich bin total begeistert, wie ihr hier sind. Könnt die Kabel, die sind Richtig abgelenkt, also die sind schon vorabgelenkt und, 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 die sind schon abisoliert. Also man muss da auch nicht mehr großartig was machen und sogar noch vorverzinnt. Also die muss man jetzt nicht mühevoll mit der Zange abschneiden, abisolieren und so weiter. Nee, man kann die quasi direkt verwenden. Dann haben wir noch eine gedruckte Anleitung, also komplett alles erklärt, wie löte ich, wo kommt welches Kabel hin, also absolut top besteht zwar irgendwo drauf man soll das online anschauen aber es ist noch mal definitiv eine komplette Papieranleitung dabei was ich wirklich 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 toll finde. So dann legen wir mal los und ich kämpfe mich mal durch die Anleitung und wir bauen jetzt einfach mal die Uhr zusammen auf. Die Anleitung haben wir jetzt soweit studiert. Der erste Schritt ist natürlich das Aufkleben der LED-Streifen. Die LED-Streifen haben eine Richtung, also eine Polarität. Es gibt ein Data-In, ein Data-Out von den Streifen. Es ist ein Pfeil auf den Streifen aufgedruckt und den Pfeil den haben sie natürlich auch auf dem, auf, auf, aufs Holz mit draufgläsert. Also da glaube ich gar kein Thema. Das sieht man sofort, wie rum jetzt die Streifen aufgeklebt werden müssen. Dann werden die Drähte wie in der Anleitung angezeigt im ESP verlötet und der ESP auf die Holzplatte geklebt und auch entsprechend verlötet. Jetzt kann man auch schon direkt den ersten Test starten. 5 Volt drauf und los geht's. Zuerst blitzen alle LEDs einmal weiß komplett durch. Also man sieht dann so schon mal quasi, dass alles geht. Und dann leuchtet jede dritte LED in rot, wenn man also insofern alles richtig zusammengelötet hat. Jetzt bin ich richtig froh, dass ich eine echt große Affinität zu Holz habe. Der nächste Schritt ist das Verleimen der einzelnen Sperrholzschichten, die ausgläsert worden sind. Dabei einfach, ich habe Leim genommen, also wahrscheinlich könnte man irgendwie ja, Superkleber, was auch immer nehmen. Aber ich, ich verklebe Holz mit Leimpunkt. Und ja, da muss man halt auf jeden Fall gut, gut, gut drauf aufpassen, dass die alle wirklich schön übereinander liegen. Ein ähm, bisschen tricky, weil es sehr dünne Strukturen sind. Also da einfach ganz gut aufpassen drauf und dann entsprechend mit irgendwas beschweren, dass das halt auch schön zusammengepresst trocknen kann. Wenn alles getrocknet ist, kann man auch schon die Frontplatte einhängen. Und dann wäre die Uhr eigentlich schon so weit, dass wir sie in Betrieb nehmen können. Diese Inbetriebnahme ist tatsächlich wirklich, wirklich richtig cool und einfach. Das Teil, also der ESP, die Platine, die da drin verbaut wurde, erstellt jetzt einfach ein WLAN Access Point, also ziemlich primitiv, ich kann mich jetzt mit dem Handy drauf verbinden, der Access Point heißt World Clock und irgendeine Nummer dahinter. Ich verbinde mich damit und nun sagt eigentlich mein Handy schon direkt, oh, du musst dich da erst anmelden. Na, total unspektakulär, wenn man dann da drauf drückt, dann kommt auch schon direkt die Oberfläche mit Configure Wifi, Info und so weiter. Und da kann man jetzt einfach auf Configure Wifi klicken. Und jetzt kriegt man sogar von der Uhr schon die, die verfügbaren WLANs äh, dahingeschrieben. Und das finde ich gerade ziemlich mega. Also da dann jetzt einfach das WLAN, das man hat, auswählen und ein Passwort eingeben. Und ab dem Moment ist die Uhr auch schon im Internet, kriegt sie ja alles. Und, und, und hat dann auch schon, das hat, mich, das hat mich total verwundert und hat dann auch schon die richtige Uhrzeit sofort äh, dastehen. Also die Uhr haben wir jetzt soweit aufgebaut. Es gibt eine App fürs Handy, gibt es dafür. Ich bin nicht der App-Freund. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt am Browser an, denn die Uhr, das könnt ihr auf der Fritzbox rausfinden, die hat dann eine IP-Adresse. Und wenn ihr jetzt einfach auf die IP-Adresse drauf geht, habt ihr direkt hier entsprechend ähm, eine Weboberfläche. Und die ist richtig praktisch und cool gemacht. Ich gehe es mal ganz schnell mit euch durch, damit ihr wisst, was für coole Funktionen die Uhr eigentlich überhaupt hat. Man kann eine Zeitzone auswählen. Also das ist. Ähm, ja, Berlin, New York, London, halt so wichtige Zeitzonen, die man so kennt. Dann kann man eine genaue oder eine gerundete Uhrzeit anzeigen. Gerundet bedeutet, eher, er rundet quasi mittig von diesen fünf Minuten. Also wenn es jetzt ähm, 37 ist, sagt, es ist halb. Und wenn es 38 ist, sagt er, es ist 5 nach halb. Und bei einer genauen Uhrzeit macht er das immer auf 5 Minuten Schritte. Das heißt, bei 34 sagt er immer noch halb. Und ab 35 sagt er dann, es ist 5 nach halb. Dann finde ich total cool, dass man Dialekt einstellen kann. Weil man kann jetzt 20 nach, 10 vor halb einstellen oder halt dieses komische Dreiviertel, wo es bei den anderen heißt, Dreiviertel irgendwas. 45, bei den anderen heißt es irgendwie 15, also da kann man noch ein Dialekt einstellen. 20 nach ist jetzt das, was ich am liebsten verwende. Man kann eine Farbe einstellen. Fading bedeutet, die Uhr läuft jetzt, so wie man das hier sieht, mit einer Farbe los und die ändert sogar ganz langsam ihre Farbe. Man kann sie bunt einstellen, bedeutet, unten mal speichern, bedeutet, sie ändert quasi für jedes Wort die Farbe. Und man kann einfarbig auswählen. Speichern. Dann kann man quasi hier, sieht man auch gleich, das ändert sich direkt live, ne? kann man direkt hier eine Farbe aussuchen, die die Uhr haben soll und die merkt sich dann die Uhr auch und die bleibt auch äh, beibehalten. So, dann kann man noch als letzten Schritt hier unten die Helligkeit einstellen. Wenn man jetzt sagt, oh, die Uhr die ist mal zu hell, das taugt man so gar nicht, dann dreht man die Helligkeit einen Tick runter. Ich lasse jetzt mal so bei drei Viertel wird schon passen, denn es gibt einen coolen Effekt bei der Uhr und den zeige ich euch jetzt gleich bevor wir zu der Party hüpfen es gibt Specials, es gibt besondere Datum Einstellungen ähm, ich weiß es noch nicht, was sie macht bei bestimmten Daten macht ihr dann irgendwas vielleicht macht es beim P-Day ein P -Day in Pi hin oder so, ich, ich habe es noch nicht entdeckt es ist eine Überraschungsfunktion ich bin mal neugierig, was passiert und zur Helligkeit, man kann den Nachtmodus einschalten, den finde ich mega da kann man sagen, welche Uhrzeit von 8 Abends bis sechs morgens zum Beispiel soll die Helligkeit runtergedreht werden, weil wenn man wirklich mit voller Helligkeit laufen hat, dann blendet die die ganze, beleuchtet die die ganze Wohnung. Also von dem her finde ich den Modus richtig genial. Jetzt geht es zum Party-Modus und da hat man jetzt ein paar verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Cylon, das sieht man jetzt im Video schon, es ist relativ dunkel. Ich weiß nicht, warum es so dunkel ist. Da fährt er quasi von oben bis unten und von unten bis oben hin und her. Sieht ganz gut aus. Ähm, ich würde mir da ein bisschen mehr Helligkeit wünschen, so rein persönlich. Beim Fun Loop fährt er nach oben und wieder von unten nach oben und das immer in einer anderen Farbe. Wassertropfen ist der Effekt, den ich beim Intro gesehen habe. Das ist auch der Effekt, der mir mit Abstand, mit Abstand am besten gefällt. Der schaut einfach cool aus. Also, das ist so ein Effekt, den kann man mal laufen lassen. Das finde ich echt definitiv schön. Tetris gibt es auch. Da fallen quasi die Klötze von oben runter, wie man es vom Tetris kennt. Und zufällig, dann blinken einfach zufällig irgendwelche Zeichen und auf. Das finde ich auch ganz schön. Also hat was. Epileptika darf man vermutlich keiner sein. Wenn wir wieder zurückgehen auf die Uhr, habe ich euch noch eine Sache unterschlagen, den Change-Effekt. Man kann einstellen, dass er jetzt keinen Effekt macht. Das heißt, wenn die Uhrzeit umschaltet, und es wird jetzt vermutlich in der nächsten Minute soweit sein, es ist 10 vor 4, wenn die Uhr umschaltet, dann schaltet sie einfach direkt um. Ja, habt man jetzt auch sehen. Es ist 5 vor 4. Man kann aber auch sagen, ich hätte gerne einen Effekt. Matrix zum Beispiel, dann schaltet er so wie eine Matrix, wie man es aus dem Film kennt. Dann fliegen quasi die Symbole von oben runter und das ändert sich dann entsprechend. Der nächste Effekt, Wassertropfen, dann tropft er quasi einmal rein und hat dann die, neuen, äh, die neue Uhrzeit. Zufällig bedeutet, er fliegt so zufällig, wie er es vorher gerade gehabt hat und bleibt nach kurzer Zeit stehen. Und Laufen bedeutet, die Uhrzeit läuft quasi einmal so rein. Ich persönlich bevorzuge keinen Effekt. Also man guckt eh schon immerhin aus dem Augenwinkel, habe ich so das Gefühl, weil man irgendwie sieht, alle blinkt was. Und dann guckt man hin, ah, die Uhr hat sich geändert. Und wenn da jetzt noch irgendwie Wassertropfen aufploppt oder so, mir persönlich gefällt das nicht. Ich habe keinen Effekt drin bei meiner Uhr. Ja, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr kriegt 10% auf die Uhr die ich, wie ich nochmal betonen möchte, kostenlos von Bildjures zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ihr könnt mit dem Code eHeo, steht aber alles nur in der Videobeschreibung, die bei denen bestellen, 10% Rabatt auf die Uhr. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Schreibt es mal, was ihr von der Uhr haltet, ob euch das gefällt, so eine Uhr, oder ob ihr sagt, nee, das geht gar nicht, so eine Uhr schaut total komisch aus, ich mag lieber eine herkömmliche Zeigeruhr. Dann vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao!